Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Animated Lockdown, dem Decepticon Bounty Hunter. Was wollen wir denn am Anfang erstmal zu den Figuren sagen? Gut, Lockdown ist, wie ich schon eben gerade sagte, ein Kopfgeldjäger. Er sammelt Trophäen in der Serie der einzelnen Transformers, meistens natürlich die Waffen oder andere wertvolle Sachen, die natürlich von ihm benutzbar sind, mit dem er wahrscheinlich auch noch Geld bekommen kann, wie es natürlich typisch für einen Kopfgeldjäger ist. Lockdown wird hier geliefert in einem sehr schönen Muscle-Car-Look. Finde ich sehr hübsch gemacht. Leider natürlich wie immer gegenüber dem Prototypen. Es fehlen wieder ganz viele Details. Um auf die Details einzugehen, möchte ich aber euch erstmal die Verpackung zeigen. Die Verpackung von Lockdown ist natürlich wie immer eine Blisterbox. Hier sehen wir einmal Lockdown und die Figuren, die natürlich noch existieren. Lockdown einmal im Fahrzeugmodus und einmal im Robotermodus mit seiner Hakenhand und seinem EMP-Generator. So, um jetzt einfach mal auf die Details einzugehen. Zum Beispiel sehen wir bei den Frontleuchten, sie sind hier in Silber gehalten mit lila im Hintergrund. Die Figur an sich hat aber nur lilane Plastiklichter ohne jegliche Beleuchtung. Dann kommen wir zum nächsten Teil. Die Arme. Die Arme sind in Rot gehalten. Bei der Figur an sich sind die Arme aber schwarz und komplett unbemalt. Dafür sind die Hände hier schwarz und bei uns ist die Figur von Händen her in Grau gehalten. Dasselbe auch hier mit den Hüftgelenken, hier in Grau, bei uns natürlich schwarz. Und ja, ansonsten vom Gesicht her ist noch einiges von der Farbe, von den Bemalungen her ein bisschen anders, aber dazu zeige ich euch gleich die Figur am besten noch einmal genauer. Ja, ansonsten, der EMP-Generator hat normalerweise hier vorne drin eine kleine grünliche Beleuchtung, also eine Farbe, die ist hier im Originalen nicht gegeben, komplett grau, was sehr schade ist. So, kommen wir jetzt einfach mal zu der Figur an sich. Mit der Kamera mal zurückschwenken. So, die Figur, wie gesagt, wird gehalten in einem kompletten Schwarzlook mit grünen Frontplatten und hier vorne silbernen, kufenartigen Aufprallschutz, wie auch immer. Hat hier dann noch an der Seite in einem silbergrauen Plastik die Auspuffrohre. Die Felgen sind in Grau gehalten. Hinten die ist in Schwarz. Nur die Spitze ist in Grau gehalten. Was ich sehr schön finde an der Figur ist die Form an sich im Fahrzeugmodus. Ist sehr cool gemacht. Wie gesagt, durchsichtige lilane oder besagt pinke Frontleuchten und auch die Rückleuchten ebenso. Hinten nochmal ein bisschen Silber dran, leider nicht durchgängig, nur an der Seite. Und natürlich die Scheiben sind auch nochmal in demselben Pink gehalten. Obendrauf sehen wir Decepticon mit silbernen Spikes überall auf dem Dach. Der Motorblock lässt sich drehen. Ansonsten hat es noch eine kleine Morph-Funktion, die ist aber im Fahrzeugmodus nicht so leicht einsetzbar, eigentlich gar nicht, weil unten drunter sind zwei kleine Pins und diese Pins sorgen dafür, dass man hier drauf drückt, dass dann die Waffen rausklappen. Funktioniert leider hier in dem Modus nicht, deswegen nehmen wir einfach mal den EMP-Generator ab und ich zeige es euch. Ihr drückt ganz einfach hier unten diese Pin ein und oben drückt ihr drauf. Und im Normalfall, klappen hier diese kleinen flammenwerferartigen Frontrohre aus. Das ist hier nicht so schön gemacht bei der Figur, weil die gehen schräg zur Seite anstatt kerzengerade, weil die Federung hier das nicht wirklich festhält. Komplett unbemalt leider, finde ich sehr schade. In Silber wäre es vielleicht ziemlich cool gewesen oder in Gold, je nachdem. Obwohl Gold passt natürlich nicht zum Originallook aus der Serie.
Dieser EMP-Generator kann andere Autobots oder Decepticons, je nachdem, wie es ihm gerade passt, außer Funktion setzen. Dieses Bauteil, oder dieser Motorblock, quasi der zum EMP-Generator wird, ist eigentlich der feste Bestandteil gewesen von Ratchet damals. Eine Waffe, die vorher eigentlich für einen medizinischen Einsatz gedacht war. Wie gesagt, wurde von Lockdown komplett umgebaut, finde ich sehr interessant. Wie gesagt, kann man natürlich wieder hier vorne reinstecken. So. Die Verwandlung der Figur ist relativ simpel. Dazu drückt ihr einmal hier oben den Motorblock komplett nach oben. Drückt ihn so nach oben. Nimmt ihn einmal komplett ab. Der Grund ist, das wird die Hand quasi hier von Lockdown. Dann trennt ihr hier hinten einmal die Beine komplett. Jetzt habe ich schon einen Schritt übersprungen, weil die Pins so schwer halten. Dann hier dies quasi auch trennen, das sind die Arme. So, dann drehen wir die Beine einmal nach unten komplett. Dann ziehen wir die Beine auseinander. So. Dann drehen wir hier vorne dieses Frontteil einmal komplett nach vorne. Verstauen das quasi hier hinter den Beinen. Dass es quasi so ineinander zeigt. Das gleiche mit der anderen Seite. Einmal komplett auseinanderziehen. Dies einmal nach vorne beugen. So. Dann drehen wir das ganze Oberteil einmal herum. Dann bildet sich der Brustkorb. Dann drehen wir einmal hier die Rückleuchten nach vorne und drehen hier oben die Stoßstange einmal rum. Und das gleiche auch hier noch einmal. Nach vorne und nach oben rum. So, dann sind die Füße soweit verwandelt. Jetzt könnt ihr natürlich noch den Oberkörper verwandeln. Das heißt, ihr müsst einmal dann die Arme nach unten drehen. Hier die Schultern einmal lösen. Irgendwie will es nicht so wirklich. So, die Arme rumdrehen. Hier ebenso wieder. Das ist zum Beispiel eine schöne Sache. Man sieht hier eindeutig, um das mal zu zeigen, hier hat er grüne Arme, hier silberne und hier auf dem Foto sind sie komplett silber. So, anschließend dreht ihr, wie gesagt, die Arme einmal komplett raus. Oder die Hände. So. Und dreht die Brustplatte nach vorne und dreht einmal den kompletten Kopf nach oben und klappt die Brustplatte einfach wieder zu. So. Ja, jetzt haben wir theoretisch Lockdown fertig. Jetzt drehen wir aber einen Arm am besten wieder herein und stecken ihm quasi diese Waffe auf den Arm. Dazu wird einmal die silberne Spitze hier vorne nach vorne gedreht und schon kommt sein Haken zum Vorschein. Dann ist hier unten ein kleines Loch und hier dieser kleine Pin. Und da drehen wir oder drücken jetzt einfach mal dann den Arm drauf und schon ist sein Hakenarm fertig. Und wenn wir jetzt nämlich die Waffe drücken, ihr seht, dann springt die Waffe quasi auf. Und ja, schon habt ihr quasi den bewaffneten Lockdown. Die Figur an sich ist sehr schön gemacht, auch von Beweglichkeiten her. Allerdings ist sie ein bisschen eingeschränkt, was ich sehr schade finde. Dazu aber gleich mehr. Wir kommen jetzt erstmal zu den Details. Dadurch zeige ich euch einfach mal, wie die Bemalung aussieht. So, wir sehen einmal die Füße, sehr schön gemacht. Oben die Hex-Spoiler werden hier unten quasi wie die Zehen. Dann die Beine natürlich auch sehr schön gestaltet. Man sieht hier eindeutig, hier fehlt ihm quasi das Knie. Das hat er mit Ersatzteilen quasi wieder quasi korrigiert. Ebenso hier. Das heißt, ihr seht richtig, es ist ein komplett anderer Fuß eigentlich wie hier. Das liegt einfach daran, weil, wie gesagt, Lockdown sich selbst aus ganz vielen Komponenten von anderen Transformers immer wieder instand setzt. Er klaut die Teile bei anderen Transformers und baut sie sich selbst an den Körper. Ja, dann einmal die Hüfte ganz normal. Oben der Brustkorb. Eine sehr schlanke Taille, muss man dazu sagen, wie so eine Wespentaille. Hier vorne das Grün ist einmal ein sehr dunkles Grün.
wie so ein Armeegrün, was wir eher von Bulkhead zum Beispiel kennen. Und einmal so ein Neongrün auch nochmal vorne. Die Hände, oder wie gesagt, der Arm hat ist in Schwarz gehalten mit gelber Beleuchtung. Beleuchtung sage ich jetzt schon, gelber Bemalung. Und einem silbernen Haken, der natürlich auch noch drehbar ist. So, und ihr seht hier auch selbst, wie gesagt, Silber ist hier der Oberarm und hier ist er grün. Dann die Arme, wie gesagt, das ist das, was ich vorhin meinte. Hier, die Arme sind komplett schwarz, haben nur hier die Striche, sind lila. Hier oben, wir sehen es auch nochmal, komplett schwarz, bis auf hier dieser kleine Streifen. Und die Hände sind grau. Wie ich es vorhin euch schon mal gezeigt habe, hier ist eigentlich der Arm rot beim Prototypen und die Hand schwarz. Das haben sie hier leider sehr abgeändert, finde ich sehr schade. Ansonsten halt eine ziemlich coole Figur. Die Schultern selbst haben auch die Spikes oben angedeutet. Und am Hals habt ihr selbst auch nochmal kleine Spikes. Und wie ich schon vorhin sagte, die Bemalung ist ein wenig anders wie beim Original. Beim Original sind zum Beispiel die Vertiefungen hier sehr viel dunkler und sehr viel besser gezeichnet. Hier sind sie teilweise komplett silber und mit Schwarz nur ganz leicht quasi nachgezeichnet. Finde ich sehr schade. Dann hat die Figur natürlich auch noch hier, wie ihr seht, die Lightpipe-Funktion, was ich auch ziemlich cool finde. Der Kopf lässt sich komplett zur Seite drehen, lässt sich komplett einmal um die eine Achse drehen. Ansonsten die Schultern sind wie gesagt auch hier an einem seitlichen Scharnier, wie ihr hier seht. Finde ich auch sehr schade. Dadurch lässt zwar der Arm nach oben drehen, auch einmal theoretisch komplett um die eigene Achse drehen, aber trotzdem ist es sehr limitiert. Die Schultern sind auch nicht kerzengerade, sondern zeigen leicht nach unten. Ja, hat ein doppeltes Ellenbogengelenk, einmal hier und einmal hier drin. Dadurch kommen natürlich die Arme auch wegen dieser Transformation auch, die nötig ist für die Arme, schön anwinkeln. Die Hände haben ein ganz großes Manko, wie ich finde. Ihr seht selbst, die Hände sind nicht vollkommen nach vorne gewinkelt. Das lässt sich aber auch leider nicht anders machen. Es liegt daran, weil hier dieser kleine schwarze Pin ist. Und dieser schwarze Pin, der rastet da hinten ein. Und wir sehen auch hier unten eine, wie so eine kleine schwarze Mauer. Die drückt hier gegen und hindert die Verwandlung komplett. Ihr seht selbst hier, es geht nicht darüber. Sehr schade, wie ich finde. Wenn sie das besser gemacht hätten, dann wäre die Figur perfekt. Allerdings muss ich dazu sagen, deswegen ist auch Lockdown im Nachhinein nochmal als Generations-Figur rausgekommen. Mit ein wenig mehr Details. Natürlich sieht er nicht mehr nach Animated aus. Trotzdem ist der Grundbau des Körpers so ziemlich gleich. So, die Figur an sich hat ein Hüftgelenk, auch wegen der Transformation. Ganz normal kann er die Beine nach oben machen, kann natürlich auch die Knie anwinkeln, allerdings hier nur stark limitiert. Nicht komplett im 90-Grad-Winkel, sondern nur im 45-Grad-Winkel. So, die Arme habe ich euch eben gerade schon gezeigt und den Kopf auch. Das war es eigentlich auch schon. Ja, der Arm, wie gesagt, die Waffe könnt ihr auch abnehmen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr die Hände normal haben wollt und wollt nicht unbedingt diese Hakenhand haben, dann könnt ihr diese Hakenhand auch hier hinten platzieren. Ihr braucht sie einfach nur quasi hinten dran stecken, klappt das hier hinten rein und dreht das quasi nach oben. Sieht blöd aus, aber ja, die Möglichkeit besteht. So, ihr könnt natürlich auch das weiter nach unten klappen, fällt auch kaum auf. Ihr seht selbst, klar, natürlich unten ist ein bisschen länger, aber so geht's auch. Stört nicht, es gibt schlimmere Transformers, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Lockdown ist eine sehr schöne Figur. Fahrzeugmodus würde ich ihm volle 10 Punkte geben. Im Robotermodus leider nur 8 von 10 Punkten maximal, da er ein wenig limitiert ist. Allerdings finde ich sein böses Outfit und auch die Umbaumöglichkeiten für den Arm mit den Waffen, finde ich eine sehr schöne Idee. Er hat auch hier leider ein wenig große Hüften, aber ansonsten eine sehr schöne Figur. Und der Charakter an sich ist einfach nur geil und dadurch auch, muss ich sagen, sehr gut umgesetzt. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zu der Verpackung an sich nochmal ganz kurz. Wie bei jeder Animated Line hat die Figur natürlich hier oben noch die Galactic Powers abgebildet.
Blaster shuts down most robotic circuits. Das ist natürlich damit gemeint, die EMP-Kanone, die quasi die Elektrik der ganzen Transformers ausschaltet. So, und auch über Lichtjahre hinweg kann er natürlich seine Ziele immer wieder finden. Er findet sie einfach, er ist Kopfgeldjäger, muss ein Kopfgeldjäger natürlich auch können. Ja, und wie natürlich auch nochmal unten bestätigt ist, wenn er einmal ein Ziel anvisiert hat, er kriegt es immer. Das heißt, wenn er einen Auftrag hat, einen Autobot zu finden, im Auftrag des Decepticons, er findet ihn immer. Oben nochmal richtig schön abgebildet, Lockdown, wie er in der Serie aussieht. Auch sehr schön gemacht. Ja, und hier sehen wir nochmal einen kleinen Text. Der Blaster schaltet die meisten Roboterschaltkreise ab, kann ein Ziel sogar über Lichtjahre hinweg aufspüren. Wenn er ein Ziel einmal im Visier hat, erwischt er es immer. Nochmal in Deutsch. Ja, das war es soweit für heute. Das war Lockdown, wie gesagt. Für mich eine Figur, die zu jeder Animated Line dazugehört. Ansonsten gibt es, wie gesagt, einige Mankos, die ich sehr schade finde bei der Umsetzung, dass man hier einfach geschlampt hat. Wie gesagt, die Bemalung ist das eine. Und zum anderen, auf der Packung, ihr seht es vielleicht hier, ist im Normalfall hier oben auf dem Dach ein holographisches Reveal the Shield Logo der Decepticons eigentlich drauf. Das haben sie hier komplett weggelassen und durch einen Aufdruck einfach herausgebracht. Eine sehr schöne Figur, wie gesagt. Und damit sind wir auch schon am Ende meines Reviews für heute. Ich wünsche euch was und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rexfor.